Wir haben Samstag, den 15.04.2017. Es ist 11.53 Uhr vormittags und mein YouTube-Kanal Burner TV hat 470 Abonnenten und 76.400 noch was Klicks, liebe Leute. Ja? In der heutigen Sendung geht es wieder um Bundesliga-Fußball und zwar um die Begegnung Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Ja, ja, Dortmund jetzt die letzten Tage natürlich... ja, aber viel in Medien wegen diesem Scheißdreck, der da passiert ist. Ekelhafte Sache, definitiv. Alles andere, eine andere Meinung zu diesen Ereignissen darf man natürlich nicht haben. Ja, es ist nicht einfach, liebe Leute. Aber nichtsdestotrotz, ja, wir werden uns hier nicht auf diese ekelhaften Methoden von irgendwelchen Idioten einlassen, die mit solchen, ja... blöden Aktionen, ja, was will man dazu sagen, Scheißdreck, ja, die damit irgendwas bewirken wollen, werden uns natürlich nicht drauf einlassen, ja, wir verhandeln hier nicht mit Terroristen und werden uns nicht auf sowas einlassen und ich sag euch, ja, der beste Weg, um es diesen Leuten zu zeigen, ja, dass wir uns nicht herablassen auf diese ekelhaften Scheißdrecken, die mit uns anstellen wollen, ist einfach, indem wir so schnell wie möglich wieder zur Normalität zurückkehren, ja, indem wir so weitermachen wie bisher und denen zeigen, dass das uns nicht beeinträchtigt, was die machen, ja, und in diesem Sinne, liebes Borussia Dortmund, ja, ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft, lasst euch nicht von so einem ekelhaften Zeug niedermachen, Marc Bartra, gute Besserung, definitiv, Gott sei Dank ist nichts passiert, aber wir kehren jetzt zum Alltagsgeschäft wieder zurück, ja, die letzten Tage war das okay, auch als Eintracht-Fan, wenn man gesagt hat, je suis Dortmund, ja, aber jetzt ist vorbei, ja, wir kehren wieder zum Fußballgeschäft zurück, Dortmund, ja, ihr seid unser Feind, ja, wir werden euch jetzt wie ein Feind behandeln, ja, mit sportlichen Mitteln auf dem Fußballfeld, alles andere natürlich nicht, ja, ihr seid Gegner und in diesem Sinne gibt es keine Sonderbehandlung jetzt für euch, ja, es versteht sich ja von selbst, in diesem Sinne, ja, Dortmund gegen Eintracht, ja, der Verlauf von Dortmund der Saison ist, ja, die sind jetzt oben natürlich auch in der Tabelle, aber nicht so weit oben, wie sie gerne wären. Haben relativ schwankende Leistungen die Saison über gezeigt. Sind natürlich eine starke Mannschaft, sind aber auch in einem großen Umbruch, haben 100 Millionen investiert in die Truppe. Haben ja auch eine starke Mannschaft an sich, aber ja, meiner Meinung nach vorne hui, hinten fui. Ja, also hinten sind sie sehr anfällig für Törchen. Ja, hat man ja auch in den letzten Wochen gesehen. Ja, gegen Bayern erstmal eine Packung bekommen. Und ja, gegen Monaco, gut, das war jetzt natürlich blöd, dass das Spiel dann direkt danach, am Tag danach war und hin und her, aber auch verloren. Haben dadurch leider auch einen Tag weniger Regeneration und sind dementsprechend meiner Meinung nach nicht in idealer Topform heute gegen Eintracht Frankfurt, ja. Kommen wir mal zur Aufstellung zu Dortmund, ja. Ich habe mich jetzt die letzten Minuten natürlich ausgiebig hier auf kicker.de mit Dortmund beschäftigt. Und gegen Bayern haben die so gespielt, ja, also im Tor, der, Bürki klingt so schon lustig genug, da muss man nichts mehr am Namen machen, ja. Hinten links haben die mit dem Bartra gespielt, der jetzt natürlich ausfällt und ich glaube einfach mal, was weiß ich, wahrscheinlich wird der Bender diese Position spielen heute. Dann haben die den, also da in der Mitte hinten den Aristoteles und den Meister Splinter. Dann haben die vorne in der Mittelfeld links den deutschen Colin Farrell, ja, Schmelzer wegen den Augenbrauen, ja. Dann Ferrero Küsschen, Fidel Castro und den Paslak Aslak, neues Signing von Haftbefehl. Dann haben sie den Typ, der Pulisic heißt, der bestimmt kriegt er niemals den Pulitzerpreis, keine Ahnung, ja. Dann den TKKG, den Belé, und vorne den Obome Forever Young, ja. Ja, ist eine gute Truppe, die sie haben, auf jeden Fall. Vorne, ja, mit Obome Young muss man nichts sagen, ja, ich meine, sicherlich, ja, jeder, der was anderes behauptet, hat keine Ahnung, sicherlich gerade einer der besten Stürmer weltweit. Den Belé ist ein unglaublich krasser Spieler. Pulisic ist auch kein schlechter, das Mittelfeld ist auch nicht so verkehrt, der Castro ist auch ein guter, ja, aber nichtsdestotrotz, liebe Leute, ja, vorne sind sie natürlich stark, ja, da können die, sind sie immer gefährlich für ein paar Törchen hinten,
Aber hinten, liebe Leute, da ist die Schwachstelle von Borussia Dortmund und die werden wir heute nutzen als Eintracht Frankfurt. Ja, das heißt, für unsere Verteidigung nimmt den Aubameyang aus dem Spiel. Ja, bitte beschäftigt den Dembélé, dass er keine Läufe machen kann heute, ja, keine Flanken schlagen, dass er nicht durchkommt. Und dann sehe ich da gar keine Probleme gegen Dortmund. Die sind müde, die sind geschwächt, ja. Und das werden wir uns heute zunutze machen als Eintracht Frankfurt, ja. Kommen wir mal zu unserer Mannschaft heute, ja. Ich habe mich jetzt hier auch beschäftigt mit unserer Truppe, wie wir heute spielen könnten, ja. Und ich sage euch ganz ehrlich, wäre das jetzt irgendein anderer Gegner, ja, außer Dortmund, ja, würde ich sagen, ey, egal ob wir auswärts spielen oder nicht, wir sollten offensiver spielen, offensiver Tore machen wieder jetzt. Wir haben unsere Torflaute besiegt, ja, jetzt geht's wieder bergauf, ja. Aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass Dortmund so stark ist vorne, ja, sollten wir dennoch auch hier mit der Fünferkette hinten spielen. Und ich habe mir jetzt mal die Aufstellung angeguckt und ich bin der Meinung, ey, gegen Bremen und die letzten Wochen haben wir doch eigentlich super gespielt und ich würde auch hier so spielen wie gegen Bremen, ehrlich gesagt, ja, mit der einzigen, mit dem einzigen Unterschied, dass ich für Russ wieder Vallejo in die Mannschaft holen würde und zwar würde ich spielen im Tor. Mit unserem besten Torwart der Welt, Lukas Radetzky. Hör auf endlich mit diesem Hin und Her, verlänge endlich deinen Vertrag, verdammte Scheiße, ja. Dann würde ich links auch unseren neuen Blade, ja, Odonius Blade, spielen lassen. Abraham in der Mitte, der 1:1 Aubameyang aus dem Spiel nehmen muss mit seiner Schnelligkeit. Und Vallejo auf der rechten Innenverteidigerseite. Dann natürlich links Otschipka und Chandler, die sich auch weiterhin super nach vorne einschalten sollen. Mascarell im Mittelfeld. Gacinovic hat ja ein schönes Törchen gemacht jetzt. Ihr wisst, ich bin nicht der größte Fan davon, dass er im defensiven Mittelfeld spielt, ja. Das Ding ist aber, ich finde ihn schon wichtig jetzt für die Mannschaft und ob es jetzt das richtige Spiel ist, um Stindera zu bringen, weiß ich nicht. Also ich würde auf jeden Fall erstmal mit Gacinovic anfangen, ja. Auf der 10. Natürlich Fabian führt keinen Weg dran vorbei. Und vorne wieder mit Rebic und Hürgotta. Rebic Topform seines Lebens und Hürgotta, es wird Zeit, mein Lieber, es wird Zeit hier für ein paar Törchen, ja. Leider fehlen uns auch hier die Alternativen. Mr. Chancentod ist meiner Meinung nach keine Alternative. Meier ist leider immer noch verletzt. Bitte komm zurück, Fußballgott, ja. Und ich würde auch wirklich sehr, sehr gerne den Danny Blum eigentlich aufstellen, ja. Mit seiner Schnelligkeit und dieser Schwäche hinten in der Dortmunder Mannschaft wäre da eigentlich ideal für das Spiel, ja. Vielleicht können wir heute mit 12 Mann spielen und vielleicht merkt es niemand, ja. Aber ansonsten würden wir erstmal den Spielverlauf abwarten, liebe Leute. Und dann im Verlauf des Spiels, wenn es sich anbietet, den Danny Blum noch für ein paar schnelle Konterläufe auf der rechten Seite reinbringen, ja. So würde ich spielen, liebe Leute, ja. Wenn wir so spielen, wie kann denn das Spiel hier ausgehen, ja? Es ist doch so, ja, wir sind hier Eintracht Frankfurt, ja, wir sind hier die Diva vom Main, ja, wir kennen es doch alle, ja, gegen Mannschaften auf Augenhöhe oder deutlich schlechtere Mannschaften, ja, tun wir uns des Öfteren ziemlich schwer, aber dann spielen wir gegen die Top-Teams dieser Liga und überraschen, ja, und ich bin mir ziemlich sicher, liebe Leute, dass heute wieder einer dieser Tage ist, wo uns eine unglaubliche Überraschung bevorsteht und in diesem Sinne, ja, unsere Form, ja, auch wenn die Ergebnisse das nicht vielleicht immer gezeigt haben, aber unsere Form geht wieder so nach oben, wir haben uns gefangen, ja, wir haben die Torflaute besiegt, ja, leider viele Verletzte mit Hasebe und allen anderen Sperren und hin und her, alles scheiße, ja, aber egal, wir haben uns gefangen, es läuft wieder bei uns und wenn wir so spielen, ja, gegen Dortmund, werden wir heute, das ist halt, alle Ereignisse führen dazu, dass wir heute 3:0 gewinnen werden gegen Dortmund, ja, steht ja wohl außer Frage. Tore werden machen Rebic und Fabian. Und in der 90. Minute wird der eingewechselte Rode, ja, natürlich den Ball nehmen und ein Eigentor schießen, einfach nur aus dem Grund, dass er sich entschuldigen möchte, ja, bei Eintracht Frankfurt, dass er damals zu Bayern gegangen ist, ja, er hatte das Geld im Blick, ja, er wollte was erreichen bei Bayern, ja, bei Bayern war es ja dann so, ja, nicht so wirklich, jetzt ist er bei Dortmund, da läuft es ja anscheinend, ist er auch nicht so wirklich, ab und zu spielt er mal so, ja, aber ey, das kann es doch nicht sein, ja, er ist große Geld gejagt, hat bekommen auch, ja, aber sportlich,
Tut mir leid, das kann nicht der Anspruch sein, ja. Irgendwo bei Top-Teams zu spielen, also bei Top-Teams im Kader zu stehen, aber dann wirklich das Spielen oder irgendwie eine wichtige Rolle in der Mannschaft zu spielen, ist es ja nicht so leider der Fall, ja. Wäre er noch ein, zwei Jährchen länger in Frankfurt geblieben, würde das Ganze anders aussehen und es tut ihm sehr leid. Er kann seitdem keine Nacht mehr schlafen, habe ich gehört, ja. Und deswegen wird er sich entschuldigen mit einem Eigentor. Es wird Dortmund jetzt nicht so sehr schaden. Sie werden auf jeden Fall vorne, oben international weiterspielen, aber es wird Frankfurt helfen und es wird ihm gut tun, sein Gewissen zu erleichtern. Ja, in diesem Sinne, liebe Leute, 3:0 in Dortmund. Es wird ein wunderbares Spiel. Ich wünsche meinem guten Freund Niko Kovac, ja, der auch weiterhin eine super Arbeit hier bringt. Ja, ich bedanke mich dafür, ja, bei der Mannschaft, bei allen Fans. Es wird ein wunderbares Spiel. Lasst uns unsere Mannschaft zusammen unterstützen in Dortmund. Und nach dem Spiel werden wir alle feiern wie noch nie. Ja, es wird ein unglaubliches Spiel, eine krasse Überraschung, wieder mal die Diva von Mainz wird zuschlagen, 3:0 in Dortmund, es wird richtig geil, ja, ich muss später leider arbeiten, deswegen wird wahrscheinlich die Spielanalyse entweder aus dem Auto oder auf der Arbeit erfolgen, aber nichtsdestotrotz, wir werden gewinnen, 3:0, es wird geil, liebe Leute, in diesem Sinne, haut rein, wir sehen uns nach dem Spiel, ciao, ciao.